Mein Name ist Mareike Büst, ich bin Projektleiiterin des Projekts Lehre 4.0, E-Learning für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Und ich habe heute das Thema die Digitalisierung der Hochschullehre mitgebracht. Bevor wir aber mit dem Thema näher einsteigen, würde ich erst gerne nochmal das Projekt vorstellen, denn darum geht es im Endeffekt auch heute bei dem Thema. Wie gesagt, ich bin Leiterin des Projekts Lehre 4.0, E-Learning für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Das ist ein relativ neues, seit 2018 gegründetes Verbundprojekt an der Justus-Liebig-Universität Gießen und umfasst die drei Gießener Graduiertenzentren, das GGS als federführendes Zentrum, wo auch ich verortet bin, das GCSC und das GGL, das Hochschulrechenzentrum und das ZFBK. Und da unsere Zielgruppe Lehrende, Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler sind, beziehungsweise Hochschullehrende, auf die Studierenden komme ich gleich noch zu sprechen, verbinden wir mit den Zentren und Einrichtungen, die zu unseren Kooperationspartnern gehören, zu der Expertise im Bereich Hochschuldidaktik und digitale Medien. Denn mit den drei Graduiertenzentren haben wir die Expertise im Bereich Nachwuchsförderung. Beim HRZ profitieren wir von der Expertise im Bereich E-Learning und digitale Medien. Und mit dem ZFBK profitieren wir durch deren Expertise im Bereich Hochschuldidaktik. Bevor wir jetzt aber auf die Vorteile und auch vielleicht auch auf die Nachteile von digitalisierter Hochschullehre für Dozierende und Studierende kommen, sollten wir vielleicht erstmal klären, was digitale Hochschullehre eigentlich bedeutet. Digitale Hochschullehre lässt sich im Grunde genommen in die Fächer digitales Lernen, digitales Lehren und digitales Prüfen aufclustern. Im Grunde genommen bedeutet die digitale Hochschullehre eine didaktisch sinnvolle Integration und Implementation von digitalen Lehr- und Lehrkonzepten, Strategien und digitalen Lehr- und Lernmaterialien. Und zwar mit dem Ziel, die Lehre für Studierende, aber auch für Lehrende zu erleichtern und didaktisch sinnvoll anzureichern. Jetzt kann man sich natürlich fragen, gut, was hat das jetzt alles mit Studierenden zu tun, beziehungsweise was hat das Projekt dazu zu tun, beziehungsweise was trägt das Projekt dazu bei? Unsere Aufgabe ist es nämlich, dass wir Weiterbildungsangebote für Lehrende, Hochschuldozierende, Dozentinnen und Dozenten, aber auch für Prof konzipieren. Und zwar im Blended Learning und im Online-Format. Blended Learning ist ein Mischformat aus Präsenz- und Online-Lehre. Das bedeutet, dass ein Teil der Seminare oder Praktikas oder Vorlesungen eben nicht in Präsenz mit Frontalunterricht stattfinden, sondern ein Teil eben auch online ausgelagert wird. Wir in dem Projekt konzipieren also ein Veranstaltungsportfolio in Blended Learning und Online-Formaten zum Thema digitale Medienkompetenzen. Wir konzipieren aber auch Informations- und Vernetzungsveranstaltungen oder auch Veranstaltungen zum kollegialen Austausch. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel unsere E-Learning Lunchback Session. Ein eher niedrigschwelliges Format, wo jeder Hochschullehrende auch gerne willkommen ist. Ähnlich wie das Didaktikcafé am ZFBK. Wir treffen uns einmal im Monat und tauschen uns zu einem bestimmten Thema im Bereich digitale Hochschullehre aus. Das bedeutet, wir sitzen einmal im Monat zusammen und sprechen beispielsweise darüber, wie man Screencasts in der Hochschullehre einbinden kann, wie man web-based Trainings erstellt, wie ich beispielsweise eine virtuelle Sprechstunde mit meinen Studierenden mit Skype oder Adobe Connect beispielsweise oder mit Ilias implementieren kann, wie ich mein Lehrkonzept, das aktuell noch vollkommen aus Präsenzveranstaltungen steht, digital anreichern kann, um eventuell meinen Studierenden und mir als Dozierende im Lehralltag auch ein bisschen Entlastung zu schaffen. Oder auch eben die Potenziale digitaler Lehr- und Lernmaterialien für meine Lehre zu integrieren. Da haben wir zum Beispiel, wie gesagt, die E-Learning Lunchback Session. Wir bieten aber auch die Workspace Session, das sollte man nicht unterscheiden. Wir bieten aber eben auch die Workspace Session an. Das ist eine fächerspezifische Veranstaltung, die im kommenden Jahr viermal veranstaltet wird, nämlich für verschiedene Fächerkulturen. Es ist ähnlich wie ein Brownback-Format. Wir laden Expertinnen und Experten der Universität ein, die ihre Lehre schon digital anreichern und mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Kann ich auch direkt ein bisschen Werbung machen, wer sich dafür interessiert. Da hinten das gelbe Plakat, das ist unseres. Wir haben beispielsweise am 26. Juni eine Veranstaltung zu der Workspace-Session im Bereich Geistes- und Kulturwissenschaften, wo wir über virtuelle Sprechstunden mit Adobe Connect sprechen werden und über Web-based Trainings
in der Lehre der Politikwissenschaften. Es wird sehr spannend. Es wird auch aufgenommen, ähnlich wie die Coffee Lecture. Das heißt, wer nicht dabei sein kann, der schaut sich es einfach im Nachgang nochmal an. Und da sind wir nämlich auch schon bei einem Vorteil der digitalen Hochschullehre. Es ist zeit- und ortsunabhängig, aber dazu später. Wir bieten auch andere Veranstaltungen an, die ein Tagungsformat haben, beispielsweise das EduCamp E-Learning. Man sieht hieran, dass wir im Grunde genommen darauf abzielen, dass wir Hochschullehrende weiterbilden in ihren Erfahrungen und E-Learning-Skills, um ihnen zu zeigen, wie sie ihre Lehre digitaler gestalten können und ebenso die Studierenden dazu anregen können, von deren Lehre zu profitieren. Es ist natürlich die gute Frage, was hat das eigentlich alles mit Studierenden zu tun? Denn die Coffee Lecture zielt ja eigentlich mehr auf Studierende ab. Und da möchte ich mit ein paar Beispielen aufwarten, um auch noch mal ein bisschen exemplarisch aufzuzeigen, was das eigentlich mit Studierenden zu tun hat und wie Studierende auch von der Digitalisierung der Hochschullehre profitieren können. Denn im Grunde genommen ist es eine Win-Win-Situation für Dozierende, aber auch für Studierende. Denn es ist klar, die Fähigkeiten und Skills, die die Dozierenden in ihre Lehrveranstaltungen mit einfließen lassen, davon profitieren auch die Studierenden natürlich. Und das möchte ich anhand der Schlagworte Lernen und Prüfen auch nochmal aufzeigen. Wenn wir digitale Lehr- und Lernformate oder digitale Tools in unsere Lehre mit integrieren, dann können wir dadurch beispielsweise unterschiedliche Vorkenntnisse ausgleichen. Ein Beispiel davon, ich habe zum Beispiel in meinem Masterstudiengang Gesellschaft und Kulturen, das ist ein geisteswissenschaftlicher Masterstudiengang, die Erfahrung gemacht, dass es ein sehr interdisziplinärer Studiengang ist, was bedeutet, dass die Studierenden, die angefangen haben, aus vielen Fachdisziplinen kamen. Wir hatten Psychologen dabei, wir hatten aber auch Pädagogen dabei. Wir hatten sogar einen Sportwissenschaftler dabei. Und die sind alle mit verschiedenen Vorkenntnissen ins Studium gestartet. Wir haben dann gemeinsam mit den Dozierenden überlegt, wie können wir das denn überwinden, dass wir das Anfang des Studiums nicht damit Zeit verschwenden müssen, alle auf einen gleichen Kenntnisstand zu bringen oder ins Selbststudium zu gehen. Und die Dozierenden haben gesagt, wir könnten ja eine Summer School machen von 2 Wochen vor dem Studium. Fanden alle mittelgut, denn das kostet Zeit und das kostet sehr, sehr viel Arbeit. Man muss da sein, man muss gegebenenfalls vor dem Studium sogar schon eine Wohnung finden, um daran teilnehmen zu können. In den Politikwissenschaften gibt es jetzt aber ein kleines Projekt, was darauf reagiert hat. Nämlich in den Politikwissenschaften werden jetzt vor den Masterstudiengängen Online-Vorkurse geschaltet. Das sind Web-Based-Trainings, das sind Erklärvideos, das sind Tests, die eine Bearbeitungszeit von ungefähr 2 Wochen haben und die alle Studierenden, die in den Politikmaster gehen, vor dem Studium noch absolvieren können. Und das garantiert, dass alle Studierenden mit den gleichen Vorkenntnissen eben ins Studium starten. Das heißt, gleiche Chancen für alle. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Als nächstes haben wir zum Beispiel auch, dass digitale Hochschullehre mit verschiedenen Tools auf verschiedene Lerntypen reagieren kann. Ich persönlich bin jemand, dass ich nach der 4. Vorlesung an einem Tag nur noch da sitze und es geht hier rein und es geht hier raus. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, meine Mitschriften werden immer krakeliger. Das hat eigentlich nicht mehr wirklich viel Sinn. Wenn wir jetzt mal an den Begriff E-Lectures denken, das heißt Vorlesungsaufzeichnungen, die aufgezeichnet werden und digital zur Verfügung gestellt werden, dann kann ich mir vielleicht die 3. Vorlesung sparen und kann die meinem Lerntyp anpassen, denn ich kann die Vorlesung jederzeit vor- und zurückspulen. Ich kann sie anhalten und wenn der Dozent oder wenn ich was nicht verstanden habe, was der Dozierende mir da vorne sagen wollte, dann spule ich einfach zurück und höre es mir nochmal an. Wenn ich es immer noch nicht verstanden habe, dann könnte ich ja mal fragen, ob mein Dozent eine virtuelle Sprechstunde anbietet. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Wenn er schwer zu kriegen ist oder ich nicht unbedingt der Typ bin, der gerne telefoniert, dann probieren wir es doch mal mit einer virtuellen Sprechstunde. Genauso ist es, wenn ich beispielsweise ein eher langsamer Lesertyp bin oder besser mit Erklärvideos arbeiten kann und besser visuell arbeiten kann. Dann kann ich natürlich mit Web-Based Trainings oder Online-Quizzes natürlich mehr aus meinem Lerntyp rausholen, als wie ich es mit einem stummen Lesen tun kann. Also hier reagiert auch die digitale Hochschullehre eben auf unterschiedliche Lerntypen. Ein letztes Beispiel, und das ist immer mein Totschlagargument, wenn es heißt, ja, was sollen wir mit digitaler Hochschullehre oder wie, was für Nutzen hat es? Es ist zeit- und es ist ortsunabhängig. Das heißt,
wenn Studierende auf mich zukommen oder Dozierende mir von dem Leid der Studierenden plagen, dass so wenige in den Vorlesungen sitzen und von den Studierenden dann immer argumentiert wird, ich habe Familie, ich kann nicht oder ich war krank oder ich musste arbeiten oder ich war im Ausland oder ich habe ein Auslandspraktikum oder muss ein Praktikum absolvieren, dann ist natürlich die Lösung Blended Learning oder ganze Online-Formate. Wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Vorlesung von 6 Terminen und kann die Hälfte der Termine online, beispielsweise durch WBTs oder durch Erklärvideos oder eine Online-Aufzeichnung der Inhalte, die ich im Seminar besprechen würde, auslagern, dann spare ich mir 3 Präsenztermine und kann aber trotzdem die Inhalte vermitteln, die ich selber möchte. Natürlich geht es hier auch in die Richtung, dass die Studierenden selber in die Rolle der Produzenten kommen. Also ich kann zum Beispiel von der Erfahrung berichten, dass ich im Studium ein Seminar hatte, in dem selber Podcasts produziert werden sollten. Das heißt, die Inhalte werden nicht einfach stumm in einem Vortrag in Präsenz von den Studierenden einfach so runtergeleiert und wir haben eine normale PowerPoint-Präsentation, sondern die sollten einen Podcast produzieren. Wir sollten einen Podcast produzieren über ein sozialwissenschaftliches Thema. Das heißt, wir sind da auf mehrere Ebenen digital eingegangen. Die Studierenden haben die Technik kennengelernt, was später für den digitalen Arbeitsmarkt unverzichtbar ist. Sie haben aber auch gelernt, die Inhalte wissenschaftlich aufzuarbeiten und sie haben gelernt, es in einem anderen Medium als in dem Vortrag auch nochmal innerhalb eines Podcasts aufzuzeichnen und es ihren Studierenden zur Verfügung zu stellen. Und das ist nur eine Möglichkeit. Ich persönlich habe mir die Podcasts damals entweder beim Kochen angehört oder beim Joggen oder während ich auf dem Weg zur Arbeit war und das hat mir sehr, sehr viel erleichtert und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das heißt, man aktiviert damit auch einfach die Studierenden, denn es sind neue Technologien, die man ausprobieren kann, wie, ich gebe mal das Wort raus, Virtual Reality in der Hochschullehre und auch das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Das heißt, wer sich darüber auch gerne informieren möchte, dafür sind wir da in dem Projekt, um auch darüber zu informieren, Workshops anzubieten, Lunchback-Sessions zu veranstalten. Als letzten Punkt haben wir auch noch das Prüfen neben dem Lernen, denn auch Kleinigkeiten wie Scannerklausuren oder Online-Quizzes oder E-Klausuren, davon profitieren Dozierende wie auch die Studierenden. Denn durch die E-Klausuren, durch systematische Auswertung durch Computer, bekommen die Studierenden ihre Ergebnisse auch schneller. Und man selber hat nicht mehr so viel Arbeit mit der händischen Korrektur der Klausur. Mal abgesehen davon haben Dozierende nie wieder Schwierigkeiten, die Schrift der Studierenden entziffern zu müssen, wenn beispielsweise Klausuren auf Computern geschrieben werden. Genauso wie bei den Scanner-Klausuren. Die Ergebnisse liegen schneller vor und es ist sicher. Denn wir bewegen uns nämlich gerade an der JLU beim Thema digitale Hochschullehre im sicheren Uni-Server-Netz. Und hier ist alles sicher. Da kann niemand aus dem Silicon Valley drauf zugreifen und uns unsere Daten klauen, denn das sind sensible Daten, mit denen wir hier umgehen. Als kleinen Hinweis dazu, was die JLU im Bereich digitalisierte Hochschullehre schon anbietet, ist zum Beispiel die JLU-Box. Das ist ein Cloud-Service, den Dozierende und Studierende gratis zur Verfügung gestellt bekommen haben und arbeitet bzw. steht zur Verfügung wie jeder andere Cloud-Speicherplatz. Man kann Dokumente speichern, man kann gemeinsam darauf zugreifen. Das heißt, Studiengruppen können auch gemeinsam davon profitieren und gemeinsam lernen. Und auch synchron an einem Arbeitsblatt beispielsweise arbeiten. Und diese Informationen sind absolut safe an der JLU. Und das sind nur einige Profite, die wir auf jeden Fall aus der digitalen Hochschullehre schlagen können, beispielsweise. Und da kommt eben wieder unser Projekt ins Spiel, denn wir unterstützen Dozierende dabei, dass sie ihre Studierenden unterstützen und versuchen da mit Beratung und Weiterbildungsangeboten eben eine Antwort zu geben. Das heißt, unser Motto ist im Grunde genommen, digitalisiert euch. Wir wollen Hemmschwellen abbauen und wir wollen auch mit den Formaten, die wir eben befeuern, nämlich Blended Learning und auch Online-Formate und auch neuwertige digitale Lehr- und Lernformate, eben auch ein paar Hemmschwellen abbauen und zeigen, dass es geht. Beispielsweise, und da möchte ich jeden, den es interessiert, auch gerne gleich im Anschluss noch dazu einladen, produzieren wir jetzt auch in unserem Podcast
in unserem Podcast, in unserem Projekt, ein Podcast zu digitaler Hochschullehre, wo wir uns mit Expertinnen und Experten der JLU zusammensetzen und die einfach mal über ihre digitalen Lehrerfahrungen ausquetschen und auch einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern lassen. Unsere erste Folge ist mit einem Experten, nicht von der JLU, aber mit einem Referenten, den wir eingeladen haben, den Dr. Lars Kilian, eine Koryphäe im Bereich digitale Bildung hier in Deutschland. Und heute möchten wir den Spieß umdrehen und sind gleich vor der Cuba anzutreffen und gehen auf Stimmenfang bei den Studierenden und wollen da mal nachfragen, was versteht ihr eigentlich unter digitaler Lehre und was interessiert euch eigentlich? Das heißt, der Podcast ist für Studierende und für Hochschullehrende, die sich für das Thema interessieren und einfach mal auch einen Blick hinter die Kulissen werfen wollen. Und mit dem Motto möchte ich mich dann auch bei euch bedanken, dass ihr heute da wart, mit dem Motto digitalisiert euch. Wer noch weitere Informationen zu uns möchte, der kann bei Google einfach Lehre 4.0 und JLU eingeben. Da kommt ihr auf unsere Webseite, findet alle Weiterbildungsangebote, ihr findet den Podcast, wir haben einen Twitter-Account und wir sind auch auf YouTube zu finden. Und sicherlich wird die Aufzeichnung auch dann demnächst auf YouTube zu finden sein, ob mit Katzenhintergrund oder mit Kaffeehintergrund, das sehen wir dann. Ich möchte mich aber auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bedanken, dass dann doch so viele noch gekommen sind und hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wünsche euch noch einen schönen Tag.